Es war einmal ein kleines Mädchen. Zum Geburtstag bekam es ein Kärtchen aus Gott samt Geschenk. Der Mädchen gefiel das Kärtchen sehr und trug es jeden Tag. Deshalb nannte die Dorfbewohner das Mädchen nur noch Gottkärtchen. Ein Tag gab die Mutter dem Mädchen einen Auftrag. Es sollte einen Kuchen und eine Flasche Wein zu der Großmutter bringen. Sie lebte draußen im Wald. Gottkärtchen musste also mit dem Korb durch den Wald laufen. Mitten im Wald begegnete es dem bösen Wolf. Guten Tag, Rotkäppchen. Wo willst du denn so früh hin am Morgen? Die Großmutter besuchen. Der geht es nicht so gut und ich will ihr etwas Gesellschaft leisten. Und wo wohnt denn deine Großmutter? Noch eine gute Viertelstunde weiter im Wald, unter den drei großen Eichbäumen, da steht ihr Haus. Rotkäppchen, sieh doch nur mal die vielen schönen Blumen, die hier wachsen. Hörst du gar nicht, wie die Vöglein so lieblich singen? Wie wäre es denn, wenn du deiner Großmutter ein paar schöne Blumen pflücken würdest? Oh ja, das ist eine gute Idee. Das will ich machen. Einen schönen Strauß voller Waldblumen werde ich ihr mit. Mach das, Rotkäppchen. Rotkäppchen lief vom Wege ab in den Wald hinein, während der Wolf geradewegs nach dem Haus der Großmutter ging. Er klopfte an die Tür. Wer ist da draußen? Ich bin's, Rotkäppchen. Mach bitte die Tür auf, liebe Großmutter. Drück nur die Klinke, Rotkäppchen. Es ist nicht abgeschlossen. Nach einiger Zeit erreichte auch Rotkäppchen das Haus. Das Mädchen wunderte sich über die offene Tür. Englisch betrat er den Raum. Guten Morgen, Großmutter. Du bist es, mein Rotkäppchen. Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren? Damit ich dich besser hören kann. Großmutter, und was hast du für große Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Großmutter, was hast du für große Hände? Damit ich dich besser packen kann. Aber Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul? Damit ich dich besser fressen kann. Thank you.